My Dreams immer besser inspiriert und dann auch Elton Stella mit dabei. Gigolo Inn ist gestellt worden von Hot Red Dynamite, aber El Jackie kommt jetzt und ganz außen auch All My Dreams. El Jackie, All My Dreams greift an, Felton Stella und Innen Hot Red Dynamites, aber El Jackie an der Spitze hat hier zwei Längen, drei Längen, vier Längen jetzt Luft zwischen sich und den anderen gelegt. El Jackie auf dem Weg zu einem klaren Sieg. Dahinter Kampf um die Plätze, Candy Lady S und Felton Stella, aber vorne El Jackie gewinnt, dann Innen knappes Ende, knapper Vorteil. Knappes Ende, nicht knapper Vorteil. Ziemlich unangenehme Geschichte mit einem seiner Pferde erleben. Ist jetzt erstmal außer Gefecht, aber ich glaube, oder ich weiß, der wird die Rennen heute hier verfolgen. Und wir können mal die allerbesten und liebsten Genesungswünsche im Namen von Gerse Trab aussprechen. Alex, nimm schon mal bitte. Ja. Mach ihn weg. Komm. Vorsicht. Ja, das ist einfach nur einen großen Bahnhof. So, Alex ist lieb, er rennt das Pferd. Alex kümmert sich auch mal regelmäßig drum. Herzlichen Glückwunsch, Tim. Ja, danke, Mann. Also in der zweiten Reihe hatte ich so ein bisschen Bauchschmerz, dass sie so ein Rennen gewinnen kann. Das wissen wir alle. Dass sie 1600 Meter liegen, wissen wir auch alle. Aber Hannes kam gerade rein und sagt, er bewundert dich dafür, wie ruhig du im Rennen unterwegs bist. Ja, ich hatte Spaß. Alle sind alle Spuren gefahren. Ich lag schön an der Innenkante und hatte auf der Überseite schon ein Riesengefühl. Ich sage, jetzt müssen wir da irgendwie nur rauskommen. Und dann gewinnen wir das Rennen. Und ja, wir kamen vor dem letzten Bogen in die zweite Spur und mussten eigentlich nur einen auf rausnehmen. Und dann rannte sie von alleine los. Ich habe ja letztens hier mit Jörg schon gesehen, da hat sie ja noch ein paar Meter Boden gut gemacht, da kam es nur angeflogen. Also das Rennen war wirklich eigentlich für sie wie auf den Leib geschneidert. Ja, natürlich. Nur so rennen sie leider zu wenig, muss ich sagen, weil es gibt viele Pferde von dieser Kategorie, die gegen ganz gute Pferde nicht die gleiche Chance haben. Aber man sieht ja auch, wenn sie volles Feld und ist für die Sitze auch schön, wenn sie natürlich auch ein Erfolgserlebnis haben. Und so rennen sie leider zu wenig. Vielleicht hört Herr Matteson zu und wird das nächste Mal vielleicht an dem einen oder anderen Rennen noch mal ein bisschen rumfallen. Ja, das wäre schön, aber das will ich auch bestimmt machen. Davon gehe ich aus. Tim, bevor ich dich entlasse, im nächsten Rennen, läuft Cooper CG mit Romagan Eltendorf. Für mich ein ganz, ganz feines Pferd, der nicht immer so viel Rennglück hat. Nein, letztes Mal war für mich jetzt nicht zu erklären, warum auf der Überseite sprang der Christoph. Er sagte, er saß gut drauf, er sprang beim Watteziehen. Und ja, wenn er heute Trab geht, glaube ich schon, dass Rotegang eine gute 3-4 Chance hat. Und wenn ein bisschen Rennglück dabei ist, auch ein bisschen mehr. Meine herzlichen Glückwunsch, ich habe mich sehr gefreut, dass du gewonnen hast. Komm gut nach Hause nachher und vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Und natürlich auch an euch herzlichen Glückwunsch. Und auch an Alex, die sich natürlich ganz besonders freut. Wir gucken mal auf Alex Tränchen. Alex, hast du Tränchen in den Augen? Immer. Ja, einmal Ihren Freund hier raus, bitte.